Da sind wir auch schon wieder zurück bei The Forest. Das Bild sollte gleich kommen. Da ist es auch schon. Ja, der Mond ist gerade hinter den Bäumen untergegangen. Und ich hoffe, dass jetzt gleich die Sonne aufgeht. Ich kann euch sagen, die Nacht war sehr langweilig. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte zu viel Schiss, jetzt runterzugehen und im Dunkeln Bäume zu fällen. Da ich dann doch relativ leicht überrascht werden kann. Ich habe so eine Lederhaut gefunden, hier von so einer, von so einem Komodo-Varan oder was das da war. Und ihr seht unten rechts so eine gelbe kleine Anzeige. Ich habe das Ding angezogen. Ich habe das jetzt hier am Handgelenk. Quasi der erste Teil meiner ultimativen Rüstung. Ich musste während der Nacht ein paar Schokoriegel futtern. Ließ sich leider nicht vermeiden. Ich wäre sonst, glaube ich, abgekratzt. Und ich habe mir so einen richtig geilen Kampfstein hier gebastelt. Ich habe da so ein cooles Tuch drum gewickelt. Und jetzt geht er richtig ab. Wir wollen mal gucken, ob wir das Ding gleich vielleicht nochmal testen können an irgendeinem Eingeborenen. Aber das dann doch bitte bei Tag. Damit ich die auch sehe. Das ist nur ein Karnickel. Okay, und da vorne sind ganz viele Bäume. Die werden wir jetzt mal anfangen zu fällen. Na, auftauchen. Und wir nehmen... Oh, Feuerzeug brauchen wir nicht. Inventar. Inventar geht nicht im Wasser. Okay. Aber jetzt sieht das hier wieder da. So. Axt. Und dann machen wir mal die paar Bäume platt hier. Ist ja auch gar nicht laut. Das war der erste. Machen wir gleich mit dem nächsten weiter hier. Denn die nächste Nacht möchte ich gerne mal im Baumhaus schlafen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Mauszeiger gedrückt halten. Maustaste gedrückt halten, um durchgehend zu hauen. Funktioniert irgendwie nicht so gut. Oder gar nicht, besser gesagt. Ich glaube, wir nehmen den Baum hier vorne gleich. Und zwar müssen wir mal eben unser Buch aufschlagen. Und wo war das Ding denn jetzt? Da habe ich doch was gesehen. Da. Ein Treehouse. 35. Ja, wo das Baum war. Na, na. Eben hat es doch gepasst. Da. Geht's ordentlich Bäume fällen. 35 Bäume. Ich habe gedacht, ich habe gerade Schritte gehört. Man wird leicht paranoid, so alleine im Wald. Na komm schon. Hau ihn um. So, und gleich den nächsten Baum. Ich glaube, da hinten liegen noch ein paar Baumstämme. Tree sap collected. So. Schwede, das ist ja eine richtige Rodung hier. Das ist doch ganz schön anstrengend, die Geschichte. So. Na los. Hau sie um. Zack. Zack. Hui. Zwölf von 35 habe ich.
Oh, ich höre schon wieder was schreien da. Da. Oh, Macker, nerv mich nicht. Oh, das war zu viel. Oh. Fuck you, Mann. Aber du willst doch einen. Bam. Oh, Alter. Der lebt ja immer noch. So. Alter. Willst du jetzt endlich Ruhe geben? Boah, irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen hier bei mir. Ah, Alter. Das tat ein bisschen weh. So, ich brauche die anderen Hölzer noch hier. Eins. Wo ist der andere? Da, zwei. So, dann fällen wir nochmal in den großen. Und dann eine Soda rein. Was zu essen rein. Sollte erstmal reichen. Machen wir den großen Baum hier weg. Sehr schön. Und gleich den nächsten. Oh, ein langer Weg hier. Okay. Ah, ich bin ein bisschen im Stress hier, wie ihr seht. Ich habe keinen Bock nochmal mit denen zu fighten. Oder ist wahrscheinlich. Ah, oh, ich brauche noch so viele Baumstämme. Lagen hier nicht noch so viele rum? Was ist denn der Rest von meinem Riesenbaum? Oh Mann, ey. Komm schon. Gib alles! Gib alles! Hau den Baum um! Zügig! So. Das ist noch so ein Dicker. Die müssen doch eigentlich ordentlich was abgeben hier. Ich habe keine Ausdauer mehr. Da. Gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Habe ich nicht auf dem hier schon rumgekloppt? Weiter geht's. Ich hoffe, ich kann da oben ein Feuerchen machen, obwohl das wäre natürlich ziemlich unlogisch, weil dann würde ich ja mein Baumhaus abfackeln. Baumfeld! So. Fünf Stück noch. Ich glaube, das waren, da liegen noch fünf, beziehungsweise jetzt noch drei. Da hinten läuft doch schon wieder einer. Ja, da hinten läuft einer. Shit. Ja, yeah, mein Baumholz ist fertig. Hoch mit dir. Geil. Ich kann speichern und ich kann pennen. Das ist doch schon mal was. So, da unten sind noch Hoppehäschen. Kann ich hier ein Feuer craften? Das will ich jetzt als erstes sehen. Das wollte ich mal vorher speichern, bevor ich hier mein Haus anzünde. Das machen wir mal. Zack. Wir speichert. Okay. Schöne Aussicht von hier oben. Aber ich habe so das Gefühl, ich kann hier kein Feuer craften. Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach. Wo war es denn da? Nee. Das geht.
Wir versuchen das mal auch auf die Gefahr hin. Dass mein Baumhaus anfackelt. Wie geil! Ich kann mein Feuer hier machen. Cool. Legen wir gleich mal hier so ein Viech da rein. C. Crazy shit, man. So, während oben mein Alligator geröstet wird. Pilze. Ob ich die essen kann? Oh nee, die haben nicht gut geschmeckt. Die waren ganz ekelhaft. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist irgendwie noch eine größere Plattform oder sowas. Machen wir schon mal ein paar Bäume wieder platt. Na komm, hau ihn um. Wenn wir den weg haben, dann essen wir, glaube ich. Na, Essen brauchen wir noch gar nicht. Na, jetzt. Jetzt fällt er. Ich hätte mal den Eingang, glaube ich, zur anderen Seite bauen sollen, oder? War ein bisschen dämlich, habe ich gar nicht drauf geachtet. Weil ich wollte ja eigentlich so in den Wald reinbauen. Wie mache ich das jetzt mit der nächsten Plattform? Mal eben gucken. Nein. Nein. Das ist eine Plattform gewesen, ne? Ach du Scheiße, wie soll ich das machen? Wie mache ich denn da die Kurve? Na, zumindest habe ich ein Haus. Eat. ...43 Blätter, das reicht doch erstmal. Tja. So, dass man da rüber springen kann. Ah, fuck! Ah, jetzt bin ich noch. Ah, ich bin so doof. Ah, nein. Painkiller. Pack auf Schmerztabletten rein. Oh, ich bin aber auch dämlich. Oh Mann, nee, das gibt's doch nicht, ey. Oh, also da schreit schon wieder jemand. Na? Ich habe nicht so wirklich viel Lust, mit denen zu kämpfen gerade. Die spacken da unten ganz schön ab. Ja, haut euch mal gegenseitig auf die Schnauze. So ist es richtig, ey. Genau. Weißt du was? Obwohl, das sind drei, ne? Eins, zwei. Ich hätte drei oder zwei gezählt. Also zwei mache ich ja noch, aber drei. Eins, zwei. Wie viele sind denn da jetzt? Aufstellen, zählen, durchzählen, bitte. Da.
Eins, zwei. Männlein und Weiblein. Da, ich wusste doch, dass da drei sind. Ihr Arschgeigen. Ihr könnt mich mal am Arsch fassen. Ich komm nicht runter. Ich komm nicht runter. Könnt ihr vergessen. Toll, jetzt stehe ich hier und die hauen nicht ab, oder was? Sind sie denn? Ich höre sie doch noch. Ah. Muss ich die vielleicht doch beseitigen? Ist momentan nur einer da. Komm, lass das scheiß Ei los, Mann. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alter, nein, 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 nein. Was geht ab mit dir? Oh, Kacke, Alter. Ah, hier kann ich natürlich das blöde Inventar wieder nicht aufmachen. Da muss ich immer erst hochklettern. Immer eine Kopfschmerztablette nehmen. Meine Güte. Zur Freundchen. So, komm mal her hier. Ja, los, komm. Irgendwie zerstückel ihn schon, Mann. Oh Mann, das ist. Kannst du den mal klitzeklein machen? Ein paar Mahnwa-Dinger aufstellen hier. Klappt das nicht so ganz hier. Das Bein ist doch schon ab. So. Arm ab. Kopf ab. Oh, rennt da schon wieder an? Nee, das ist ein Reh. Essen. Ja. Yeah. Shit. Hat nicht gereicht. Aber hier sind noch Baumstämme, die nehmen wir mal mit. Finden wir doch noch einen Baumstamm, oder da? Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Da ist schon wieder ein Reh. Komm her. Mann, ich brauche das Essen. Tja, okay. Gehen wir mal wieder über zu unserem Bauvorhaben. Solange die Arschgeigen nicht da sind, machen wir mal eben hier. Oh ne. Wie dämlich. C, ab in die Tonne. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Das bauen wir da so hin. Wie viel brauche ich dafür? 19. Stück.
So, den Baum lassen wir mal stehen. Den machen wir weg hier. Mit einer Wahnsinnspräzision hämmert der auf diesen Baum ein. Das ist ja der Wahnsinn. So. La 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 la. Ach Kacke, es wird schon wieder dunkel. Ich glaube kaum, dass wir den fertig kriegen. Ey, da war doch leckeres Essen, aber da am Baumstamm. Ja, whatever. Wir klettern mal wieder hoch. Haben wir noch was zu essen, notfalls, dass wir uns was reinhauen können? Jo, da haben wir noch was. Okay. Dann schlafen wir mal eben die Nacht. So. Das heißt, die Nacht. Scheiße, es ist ja mitten in der Nacht noch. Wo ist der schwule Mond? Kann ich nicht sehen. Oh no. Ja. Nahrung sieht knapp aus. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir hier vielleicht noch was Sinnvolles zusammengebaut kriegen. Pim, 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 pim. Ein Speer wäre gut, dann können wir uns Fische angeln, aber ich weiß nicht, wie man einen Speer baut. Warte mal. Arrows. Kann ich mir eine Axt von machen. Ich habe noch nicht wirklich viel hier, um irgendwas Cooles zu bauen. Molotov Cocktail Rope Crafted Bow. Ein Bogen. So, was brauche ich denn dafür? Ein Seil brauche ich bestimmt. Ja. Seil und jetzt brauche ich noch ein Bogen. Juhu. Jetzt brauche ich noch Arrows. Scheiße, ich brauche mehr Federn. Aber damit könnte ich die Enten jagen. Damit könnte ich tatsächlich die Enten jagen. Nur, wie kriege ich jetzt die Federn ran? Oh, wir safen mal das Spiel. Ich habe dich schon wieder gehört hier. So, auch schon wieder scheiße dunkel. Waren denn die Enten? Wenn ich davon eine wegmache, du bestimmt massig Federn.
das Trinksymbol. Ich muss was essen. Hilft ja alles nichts. Oh, sie schreien schon wieder. Wo ist der Mond? Ach du Scheiße. Der geht ja gerade erst auf. Ich bin viel zu früh pennen gegangen. Jetzt habe ich wieder die ganze Nacht, die ich hier rumsitzen muss. Das wird keine schöne Nacht. Ich habe auch kein Fleisch mehr. Ich habe nix. Bin voll der arme Schlogger. Oh, mit einer Hand. Juhu! You're cold and wet. Build a fire and get dry. Okay. Ja, Jungs, denn und Mädels, dann machen wir hier noch mal einen klitzekleinen Break. Wir speichern noch mal und ich sage euch Bescheid, wenn die Nacht vorbei ist. Bis denn dann.